So gut, nachdem unsere Radmutter festgesteckt hat in der Box und uns alle haushoch nochmal geholt haben, nachdem wir uns endlich mal aufs Mittelfeld vorgekämpft haben, ist das natürlich optimale Ausgangsposition, um dieses Wochenende endgültig desaströs enden zu lassen. Und da wollen wir auch direkt mal schauen, dass wir hier ein bisschen zügig unsere Reifen zerstört kriegen. Ja gut, ein bisschen Sprit haben wir noch, 10,9 Liter. Da machen wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen Radau. Ja gut. Wollen wir dieses Rundzeitabkommen? Weißt du, man hat Zeit verloren und der macht die Runde noch ungültig. Echt, in keinem Spiel so schlimm wie in Project Cars. Der hat eigentlich auch ein ganz nettes Turbo-Säuseln, wenn man mal so drauf achtet. Habe ich bis jetzt immer selten. Weil man den auf wenigen Strecken so häufig so im Halbgas betreibt. Wie da in der langen Rechtskurve. Wenn ich den nur Vollgas da prügel, dann werde ich zu schnell für die Kurve. Auf jeden Fall haben wir jetzt so viel Zeit verloren. Ich meine, wir standen bestimmt 30 Sekunden lang in der Box, weil die scheiß Mechaniker eine Mutter nicht festgezogen gekriegt haben. Oder losgezogen. War auf jeden Fall ein professioneller Stopp, würde ich sagen. Auf jeden Fall Respekt ans Team. Könnte man auch so meinen. Was haben wir denn vor uns? Ich sollte mich mehr auf Schalten konzentrieren und nicht so viel damit verspenden, wie viel Zeit ich denn noch nach vorne habe, die ich wahrscheinlich höchstens kleiner fahren werde, aber nicht, also dass ich hier komplett noch auf den grünen 2 komme, glaube ich nicht. Dass es hier noch weit von der Position weggeht. An sich ist die Sache ja cool, dass man mal so eine Radmutter nicht fest hat oder so. Aber es ist natürlich umso ärgerlicher, wenn man wieso schon scheiße in dem Rennen ist. Und, beziehungsweise scheiße, okay, wir sind von 20 auf 11, glaube ich, gefahren. In der ersten Runde. Das war ja eigentlich ein relativ frisches Ergebnis. Oder in den ersten zwei Runden. Aber, dass dann quasi alle Versuche, alle Anstrengungen innerhalb von einmal Mutter nicht loskriegen, zerstört sind halt Impulses Motorsport, aber irgendwo ist es auch richtig scheiße. Kann man dann verstehen, warum, wie sich teilweise Formel 1 Fahrer und so über kleine technische Fehler dann extrem abfacken, wenn im Endeffekt alles andere gepasst hätte und es wirklich nur daran liegt, dass da jetzt eine scheiß Position steht, dann, ich meine, ich komme ja auch ran, nur halt nicht schnell genug, um eine Lücke klein zu fahren, die so groß geworden ist dadurch. So. Gut. Saugen wir uns mal ran. So richtig was bringt das noch nicht aus der Entfernung. Würde ich mal fast vermuten. Ah, letzte Runde. Also mehr als den letzten vielleicht mal im Vorbeifahren grüßen können wir eigentlich nicht. Ah, war nicht so schnell. Aber auch nicht so verkackt wie manch andere Runde, diese Kombination da. Auf jeden Fall recht kreativ. Ja. Position 19. Ist die noch greifbar? Ich glaube eher nicht. Ja. Wollte ich ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall habe ich meinen Fehler der Mechaniker wieder ganz, ganz locker rausgefahren. Also bin zumindest wieder am Feld. Gut, damit würde ich dann sagen, endet ein Wochenende, was besser nie erwähnt werden sollte, und wir verlassen Snetterton hoffentlich zum letzten Mal. Bin froh, dass ich hier weg bin. Ich mochte die Strecke nicht und dann auch noch Radmutterprobleme. Toll. Das ist natürlich, so stellt man sich das Wochenende vor. So, Rennen 1, Rennen 2, beides im Endeffekt ziemlich desaströs ausgegangen. Machen wir einfach mal. Schauen wir mal, wie viele Punkte. Okay, ich bin immer noch auf Platz 6, weil ich halt
im ersten Rennen ganz gut gepunktet hat, beziehungsweise halt in, wo waren wir da? Donington Park oder so? Kalender. Schauen wir mal. Renault. Und wo fahren wir? Silverstone. Okay, das ist, ist wieder so eine Strecke, wo ich, zumindest kenne ich die Strecke. Das ist schon mal was Gutes. Die kenne ich, aber ob ich die mit dem Clio gut hinkriege, ist eine ganz andere Geschichte. Sagen wir mal eher so geht so. Erstmal ein bisschen Training fahren, würde ich dann sagen. Sieht auch irgendwie nach Regen aus heute. So, und ab auf die Strecke. Jetzt fahren muss ich mich auch noch dran gewöhnen, dass wir nicht auf der Geraden sind, wo die Formel 1 ist, sondern auf der anderen. Weil die Formel 1 hat ja quasi ihre eigene Startgerade. Und das ist ja quasi jetzt hier, glaube ich, die andere, wenn ich mich nicht täusche. Hä? Ist das nicht dieselbe? Warte mal. Irgendwie finde ich die Strecken vom Layout her total verwirrend. Nee, das hier ist die normale, nicht die für Formel 1, oder? Aber jetzt hier. Ne, bei der Formel 1 kommt hier dann gleich die. Die Gegengerade. Merkt auf jeden Fall auch hier bei den kleinen Rennserien schon, wenn die Reifen. Oh, irgendwie. Ich kenne es noch, dass man hier lang fährt. Gut, auf jeden Fall. Merkt man einfach, dass die Reifen noch nicht kleben. Ah, jetzt sind wir hier, okay. Auch mal ein ganz anderes Layout, als mir bekannt ist, aber zumindest kenne ich die Strecke an so als solches schon mal etwas besser. Wenn ich auch dieses Layout hier noch nicht wirklich oft gefahren bin. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Alter. Irgendwie kommen mir die Bremsen hier total. Das klebt irgendwie nicht. Der fährt einfach weiter. So. Also hier werde ich auch noch einige Mühe brauchen. Hier starte ich aber nicht die Formel 1, wenn ich mich nicht täusche. Auf der Geraden. Hä? Irgendwie ist das ein komplett anderes Layout. Das ist nicht das Klassische. Also zumindest nicht das Klassische für Formel 1. Weil da geht es ja hier dann quasi durch eine Kombination und dann auf einer Gerade halt hier links rüber, wo ich vorhin schon fast falsch abgebogen bin. Oder wo ich falsch abgebogen bin und korrigieren musste. So. Und mal schauen, was hier so geht. Jedenfalls ist hier mal eine vernünftige gezeitete Runde hinzulegen. Würde ich sagen. Wenn man erstmal schauen kann, wo man so ungefähr liegt, ob das Sinn macht, hier große Ambitionen zu haben. Alter! Der übersteuert ja total beim Unterschalten. Ich hab mal immer Gas gegeben. Hier komme ich eigentlich ganz smooth durch die Kurvenkombination. Da ist ein relativ schwach motorisiertes Auto mit einer schlechten Aerodynamik. Und Clio ist ja eigentlich das unterste, was es so ziemlich gibt nach dem Kart. Und dann kommt ja eigentlich schon die Formula Gulf, auf die ich mich sehr freue, die wirklich Spaß macht. Haben wir schon ausprobiert, mehr oder weniger. Die halt doch eine ganze Ecke, ja genau, Rundzeit ungültig. Damit können wir eigentlich schon wieder diese Runde hier auch wieder komplett an den Nagel hängen. Aber zumindest kommt der Clio hinter uns nicht dran. Ist immer komisch, wenn man sagt, boah, blöder Clio soll mal abhauen und dann Clio Cup fährt. Bin ich aus keinem anderen Rennspiel so gewöhnt, dass die Autos halt einheitlich sind. Weil hier ändert sich im Endeffekt ja wirklich nur die Lackierung und vielleicht ein bisschen das persönliche Setup, wenn dann... Wir haben das ja sowieso nicht angepasst, aber es gibt ja durchaus, denke ich mal... Obwohl in der KI wird das auch nicht angepasst sein. Aber wenn du jetzt im Multiplayer gegen andere im Clio Cup spielst, da gibt es sicherlich auch Leute, die Getriebe ein bisschen verändern oder was weiß ich was tun. Halt alles, was im Reglement ist und gemacht werden darf. Radsturz, tiefer, höher,
je nachdem halt auch ein bisschen was exklusiv für die Strecke, sage ich mal. Da war ich in Gran Turismo eigentlich ziemlich so ein Typ, der auch mal gerne Autos wirklich auf Strecken angepasst hat vom Setup her. Das hat dann eigentlich auch schon ziemlich Bock gemacht. Muss auch sagen, Project Cars ist so ein Rennspiel, was mal richtig die Schaltwippen bzw. die Schaltanzeiger an meinem Lenkrad fordert. Ah, ungültige Runde. Wieso hätte es auch sonst kommen sollen? Ah, hier wollte ich wieder links. Immer in dieser Kurve, ne? Ist also euch das schon aufgefallen? Wir kriegen heute, das wird wieder so eine Rennstrecke, wo ich keine einzige gezeitete Runde hinkriege. Weil ich jedes Mal an einer Stelle rausrutsche. Und dann ist halt immer, egal wie viel Zeit man selber bei dem Manöver verloren hat, die Runde ist halt ungültig. Das ist halt doch schon dezent nervig. So. Schön hier etwas ausfahren. Die war schön am Limit. Bei der Kurve hat es echt gepasst. Und hier diese Links-Rechts-Kombination. Ein bisschen langsam, ein bisschen zu passiv. Und hier mal flott über die Startzielgerade. So eine typische Kurve, die ich in Silverstone nie hinkriege. So diese hier gerade. Bin jetzt im ersten Sektor ganz besonders vorsichtig, weil da habe ich bis jetzt eigentlich immer schon direkt die Gültigkeit der Runde weggeworfen. Was ja doch schon ziemlich demotiviert. So. Da kann man auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen mehr erwarten. Auch wenn, ja, Glanzleistung ist, glaube ich, für mich aktuell auch noch ein Problem. Ich muss mich einfach ein bisschen mehr an das Auto gewöhnen. Ich hatte heute echt ein bisschen Spaß im Project Cars, aber halt alles mit Autos so der mehr als 500 PS Kategorie. Und wenn man dann so ein, weiß ich nicht, 200 PS Clio oder so fährt, ist es ein bisschen komisch. Irgendwie kommt einem das so ein bisschen vor, als würde man, ja, nicht in einem Auto sitzen, nicht in einem Rennwagen sitzen. Wobei der Clio ganz klar mehr Rennwagen ist als die meisten Wagen, die ich heute gefahren bin. Da bin ich gerade rausgerutscht und es hat keine Strafe gegeben. Das wundert mich etwas. So. Ist eine 1,21 jetzt gut? Halt die nächste Frage, ne? Fahren wir hier nochmal eine schnelle. Aber probieren wir zumindest eine schnelle. Ich finde, dass man sehr teilweise bei diesem Clio die... genau. Dass man teilweise sehr merkt, einfach durch den Frontantrieb, dass wenn vorne der Grip abreißt, ist es komplett vorbei. So. Bin gespannt. Aktuelle Bestzeit oder so? Keine Ahnung, wo man... Ach, wir haben jetzt P16. Aber eine 1,21 ist doch hier gar nicht so langsam gewesen, oder? Ach, das ist wieder so, dass die Zeiten so auf Zehntelsekunden aneinander liegen, glaube ich. Ja, 1,18 ist doch nur eine ganze Ecke weg. Ja, da fehlt mir noch sehr, sehr, sehr viel. Das ist ein bisschen blöd. Aber was sollen wir machen, wenn wir es nicht besser hinkriegen? Ich muss, glaube ich, einfach mal mehr vor der Aufnahme üben. Hier so ein Training mal offscreen. Wirklich eine Stunde lang fahren oder so. Bis man dann wirklich auch mal die Strecke und so weiter alles wieder verinnerlicht hat. Und das wirklich quasi die beiden Rennen mal richtig abspulen kann. Und nicht so, so ein Hingetrottel. Aber ich würde auch fast sagen, für heute soll es das gewesen sein mit dieser Project Cars Folge. Und wir starten dann beim nächsten Mal nochmal neu. Da habe ich dann noch ein bisschen die Strecke trainiert. Und dann werden wir uns auch direkt ins Qualifying begeben, eine ordentliche Rundenzeit abliefern. Und dabei sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.